einem Blick in die Zukunft. Eine Ahnung. Getragen von einer Vision und vereint in einer gemeinsamen Idee. Eine Idee, die gestern und heute verbindet. Heiter und weltoffen. Authentisch und voller Leidenschaft für den Sport. Für ein Wir. Hier stehen wir nun, voller Vorfreude und Aufregung, auf den einen Moment, der 50 Jahre überdauern wird, der uns begleitet und verändern wird, weil wir dabei waren, weil wir dabei sind. Hier stehen wir nun, an einem Ort inspirierend und herzlich, für Freunde und Fremde, für uns. Erfüllt von unzähligen Emotionen, Tränen des Scheiterns und Augenblicken der Freude. Eine Brücke von gestern nach morgen, die verbindet und vereint, uns alle an diesem einen Ort willkommen heißt. Unter dem einen Dach. Unvergessen. Unvergesslich. Großartiger Slogan für eine wunderbare Veranstaltung nächstes Jahr. Back to the Roofs, herzlich willkommen hier im Coubertin, irgendwie so mittendrin zwischen der Olympiahalle, mittendrin in der Olympiahalle eigentlich und in diesem wunderbaren Olympiapark. Darf die Geschäftsführerin und Gastgeberin gleich auf die Bühne bitten, Marion Schöne. Und Marion, das ist so ein, wenn man den Film auch sieht, dann sieht man, dass aus einer großartigen Idee tatsächlich Wirklichkeit wird. Ja, so ist es. Also ich muss immer sagen, ich kriege nach dem Film immer noch Gänsehaut, obwohl ich den jetzt schon x-mal gesehen habe. Und ja, 50 Jahre, 72, 22, da musste einfach irgendwas Besonderes in den Park. Und das sind diese European Championships, über die wir natürlich heute reden werden. Auch prall gefüllt hier der Raum mit vielen Pressevertretern, glaube ich auch ein Moment, der dich sicherlich auch stolz macht. Ja, es ist tatsächlich, wir haben es gestern erst besprochen, unsere erste richtige Pressekonferenz. Wir sind bisher immer mit Pressemeldungen rausgegangen über die sozialen Medien und natürlich auch über Fernsehen und Rundfunk und alles. Aber hier haben wir jetzt erstmal eine richtige Pressekonferenz und ich freue mich, dass so viele hier teilnehmen und dass so viel Zuspruch da ist. Hochkarätig besetzt, ne? Also wenn man auch hier sieht, ausnahmsweise mal der zweiten Reihe. Herzlich willkommen, Staatsminister Joachim Herrmann ist heute bei uns. Auch schön, ne? wenn man so viele Menschen begrüßen darf. Das ist wunderbar. Also das muss man einfach nochmal sagen. Du hast ja gesagt, eine Idee. Was war die Idee? Die Idee war, 50 Jahre nach Olympia einfach wieder ein tolles Multisport-Event in den Olympiapark, in unseren wunderbar tollen, nachhaltigen Olympiapark zu bringen. Aber eine Idee kann halt nur Wirklichkeit werden, wenn man die richtigen Partner dazu hat. Und eine Sache ist einfach die Finanzierung, die musste geklärt werden. Und da gilt mein großer Dank wirklich dem Bund, dem Freistaat und der Landeshauptstadt München. Das ist nämlich eine Drittelfinanzierung und deswegen begrüße ich auch ganz herzlich, vom Bund ist heute leider keine Vertretung da, aber Herrn Innenminister Herrmann, unseren bayerischen Innenminister und natürlich von der Landeshauptstadt München, unsere Sportbürgermeisterin und meine Aufsichtsratsvorsitzende Frau Verena Dietl. Die Finanzierung, wie gesagt, ein großer Teil, da haben wir tolle Partner und der zweite Teil ist natürlich immer, und das sage ich auch, ist mir auch ganz wichtig, das immer wieder auszudrücken und darum stehen wir auch hier in dieser Pressekonferenz, ist das Team drumherum, das diese Gedanken mitträgt, diese Vision, die wir hatten, diese Mission und das Ganze umsetzt in die Wirklichkeit. Schauen wir uns mal an, was das wird. Wir nehmen schon mal Platz und stehen mal im Weg. München 2022, Film ab bitte. 50 Jahre nach den Olympischen Spielen 1972 begrüßt München ganz Europa Back to the Roofs. 9 Europameisterschaften, 100
20 Medaillenentscheidungen. Die European Championships Munich 2022 versprechen 11 Tage voller sportlicher Höchstleistungen und geballter Emotionen. Spitzensport umrahmt von einem bunten Festival The Roofs. Ein einzigartiges Erlebnis für Groß und Klein, das in Erinnerung bleibt. München 2022 begeistert und hinterlässt ein nachhaltiges Erbe für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer und zukünftige Sportveranstaltungen. Willkommen back to the roofs. So, da haben wir eine Menge freier Plätze hier und die wollen wir jetzt nach und nach belegen. Unser Sportminister Joachim Herrmann ist bei uns. Sie dürfen in der Mitte Platz nehmen. Das ist ein wunderbarer Aufgang, eine Choreografie, die er uns hier tanzt. Auf gelben Stühlen sind sich selbst. Das hätten wir wirklich bedenken können. Da ist der München Sportbürgermeisterin Verena Dietl ganz herzlich begrüßen. Damit was auch hier politisch korrekt macht, bitte auf dem lila Stuhl. Und dann haben wir drei Sportler heute hier. Den einen haben wir eben gerade schon werfen sehen. Ich hätte ihn dieses Jahr gerne viel öfter werfen sehen. Herzlich willkommen, Olympiasieger. Rio 2016, Thomas Oehler, Europameister auch im Speerwurf. Darf ganz herzlich begrüßen die deutsche Meisterin, Turnerin im Sprung- und Schwebebalken. Sarah Voss ist bei uns. Herzlich willkommen. Gerade noch mal gesehen, letzte Woche auch Geburtstag gehabt. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Und der Welt- und Europameister im Rudern im Einer, Oliver Zeitler. Herzlich willkommen. So, das ist unsere Runde. Auch eure Ansprechpartner dann für den heutigen Tag. Wir werden danach sicherlich auch noch die eine oder andere persönliche Frage loswerden. Die erste geht an Joachim Herrmann.